Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade einen Timer gestartet zu Let's Play GTA 4. Ich hatte das Gefühl, ich bin doch noch ein klein wenig zu leise. Auch wenn man mich trotzdem verstehen müsste, habe ich mir gedacht, ein bisschen lauter mache ich mich jetzt noch. Ich hoffe, das ist okay und stört jetzt hier nicht oder so. Ansonsten Kommentarbereich. Jetzt muss ich mir erst mal ein Auto krallen. Mein anderes, weiß ich nicht, könnte irgendwo stehen. Habe ich jetzt aber aus dem Blick verloren, also nehme ich jetzt seins. So, wo war dieses Krankenhaus noch einmal? Das ist... Oh Gott, der hatte mal gar keine Beschleunigung, der Wagen. Ja, okay, die Hupe ist zwar auch nicht völlig ernst zu nehmen, aber ist besser als diese Clowns-Hupe, ey. Ehrlich. Dude. Mir ist aufgefallen, ich habe im letzten Part tatsächlich ein wenig viel überzogen mit 30 Minuten. Deswegen möchte ich jetzt mehr darauf achten, den Timer auch einzuhalten. Oh, hier wird einer rausgezogen. Okay. Schöne Cutscene. Ja. Hoppala. Das war jetzt... Die Polizei hat zum Glück auch nichts gesehen, also ist wurscht. Also dieser Nebel bringt mein Spieler besser zum Ruckeln. Da komme ich nicht mehr auf die 60 FPS, den ich aufnehme. Ich sollte Nebel ausschalten oder so. Oh mein Gott, war das knapp. Fast jemanden gehittet, aber so nicht. Naja, gut. Auf Girls sollte man hitten, das war knapp. Holy shit, ey. Oh, ich habe vergessen, die Musik zu ändern. Auf gute Musik. Gute Musik ist allerdings irgendwie leise im Vergleich zur anderen Musik. Leider. Bisschen sehr leise. Zumindest zu teilen. Vielleicht mache ich noch lauter die Musik. Au. Jo, ich bin gut im Fahren. In Real Life fahre ich genauso. AKA nach jeder Fahrt ein neues Auto. Oh mein Gott, das waren zwei silbige Reime, wenn auch verdammt unsauber. Jetzt bin ich Rapper. Ich habe es geschafft ohne Unfall, aber bin dafür in der Gasse vorbei. Ich krieg nichts komplett auf die Reihe. Ich krieg immer nur so alles so halb auf die Reihe. Get the fuck out of my way. Ich will die Musik besser hören. Ich werde jetzt gerade nachher dann gleich voll dagegen rasseln. Oh ja, das ist schön. Jetzt ist es zumindest lauter, jetzt hört man es besser. Und nachdem Independence Radio eh von mir ist und das wahrscheinlich alles im Durchschnitt sehr leise sein dürfte, kann ich die Musik, denke ich mal, auf lauter gestellt lassen, solange ich... Ich merke dann direkt, wenn ein anderes Radio angeht, weil es einfach viel zu laut ist. Und dann stelle ich wieder um. Oh ja, das ist die Mission. Oi. Oh je. Gut. Das wird spaßig. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Uh-huh. Puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico, or Colombia, or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Um euch den Stoff zu bringen. Scheiß Trump-Anhänger. Ach nee, Moment, da war da noch kein Thing. Okay, okay, das wird jetzt... Ja, ich benutze das Auto mal als Schutzschild. Ah, da oben sehe ich auch schon einen. Der wird der Erste sein, der direkt... Achso, ich muss so zielen, oder? Ja. Alter, da kommen schon die ersten Schüsse von denen. So, wo sind die Nächsten? Nächsten drin irgendwo, oder... Jetzt kann ich mal die Waffe wechseln hier. Shotgun. Shotgun! Ich sehe keinen, also laufe ich da jetzt einfach mal rein. Wie was? Ihr habt nicht surrounded? Okay. Interessanter Gedanke. Vor allen Dingen, weil ihr alle da drin seid, während ich hier draußen bin. Sehr interessanter Gedanke. Wo? Ach, da oben bist du, Bastard. Get fucking wrecked. Wrong time, wrong place, hast du recht. Allerdings für dich. Die will ich noch haben. Oh Gott. Einfach mal ein bisschen quer reinballern mit der Shotgun. Das ist, glaube ich, das Beste.
habe ich schon mal ein paar ausgeschaltet und dann kann ich jetzt die Waffe auf Pistole erstmal ändern. Die haben auch alle nur Pistolen. Mit der schieße ich mitunter am besten. Zeigt euch doch mal die Drecksschwuchteln. Pussys. Sagt der, der sich hinter dem Ding gerade versteckt. How about you go, you all go die. Get motherfucking wrecked, son. Alter, ja gut, geht das auch nicht. Ganz so, ne? Oh, fuck. Ja, okay, der ist hinüber. Der trifft zum Glück eh nur das Holz. Ja, die. Okay, der ist tot. Das war ein Kopfschuss. Ich will ja auch in die Hand schießen. Zack. Ja, genau, für euch. How about you go and die? Also, go out of life und so. Okay, das war jetzt dringend nötig. Hoppala. Alter. Alter. Ach, da oben ist ja noch einer. Tschüss. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. So wollte ich schießen. Zack. Hahaha, sein Schrei allerdings. Allah. Jetzt komm, zeig dich doch mal. Ich stehe hier ganz plain inside. Was für Timeout? Willst du mich verfickt nochmal verarschen? Hoppala, ich schieße nur aufs Holz. Und der schießt ja gar nicht richtig. Komm her. Komm her. Genau deswegen. Bist du nämlich ziemlich schnell verdammt tot. Jetzt kannst du mich so bezeichnen. Oh, fuck, ey. Ja, irgendwie bin ich doch nicht so gestorben, hm? Hast ein bisschen falsch gedacht, so. Vom Denken her. Alter. Fick dich doch. Ah, hast du das? Sehe ich irgendwie anders. Gerade auch, weil du hier runtergefallen bist, du Idiot. So, dann hole ich mir... Ich hätte es gar nicht so wirklich gebraucht. Oh, fuck. Wo kommt die jetzt her? Hä? The fuck? Und da hinter der Mauer steht ein weiterer von denen. Nehme ich an. Oder auch nicht. Ist da nur das Koks? Da ist eine... Das ist ja schön. Hä? Ho? Wo sind die jetzt? Ach, da. Da bist doch du. Nebenan also. Jo, dann das Koks mal einstecken und versuchen hier wieder rauszukommen. Einen Stern habe ich angeblich nur. Gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat man for speak to. Shit! Speaking of fucking cops, oh, I think I have company. I gotta go. Yep. Ein Stern. Mhm. Well, fuck. There are too many of these. Get fucking wrecked. Alter, ja, lauf mir halt in die Schusswaffe rein, Alter. Ich meine, für mich ist es ja gut, dass er reingelaufen ist, aber trotzdem... Heavy shit, Alter. Heavy shit. Huh. Ich will dieses First Aid aufheben. Kann ich nicht. Weil nur meine Schussweste ein bisschen Schaden genommen hat. Okay. Ah! Kommt der. Ach, von hinten. Get wrecked. Scheiße. Dann. Oh, da ist ja noch einer. Tschüss. Wo? Wo taken die Cover? Ah, da. Unter anderem. Da ist auch noch einer. How about you fucking wrecked, bitch? Oh Gott, ey, fuck. Ich gehe da mal hier in Deckung, ne? Tschüss. Ich muss auf jeden Fall... Alter... Hast du mal ein paar von denen wegschießen? Vor allen Dingen den da, den er einen Shotgun hat.
Der hat, glaube ich, auch eine. Hat er auch. Das war jetzt dringend notwendig und jetzt verfickt nochmal get in this fucking car und fahr weg. Get wrecked, bitch. Nein, andere Musik. Da brauche ich auf jeden Fall Elektroswing zu. Wenn man gerade Massen an Leuten getötet hat, dann ist Elektroswing immer besser. Passt am besten. Immer noch zu leise. Und ich bin in die fucking falsche Richtung gefahren. Hier komme ich nirgendwo hin. Erst mache ich kurz die Musik lauter, das ist wichtig. Ich glaube, ihr hört, warum es wichtig ist. Ach, Beste. Alter, was war denn das für ein Fuck? Ich habe jetzt ein klitzekleines Problem, weil die alle von... Oh, da kommen auch gleich drei Autos um die Kurve. Verdammt nochmal. Ist ja nichts. Puh, okay. Well, this worked out at least. Der Heli ärgert mich. Get the fuck out of my way. Ja gut, du bist selber schuld. Wenn du mir vor das Auto sprengst, dann kann ich ja nichts machen. Kreuzkruzifünferl. Saupreis der. Sonnerle. Selbstmord gefährdet. Wollte es anders sagen, aber irgendwie sind mir gerade die Wortwahl dafür nicht eingefallen. Well, that's a shame, dass die mich jetzt doch da gerade wieder gefunden hat. Das war gar nicht mal gewollt. Ja. Dann mal einfach dieser Straße folgen, in der Hoffnung, dass sie mich dann verlieren. Hashtag auf Hauptstraßenpolizei verlieren. Hashtag voll gegen Ding fahren. Hashtag einfach da lang fahren, weil besser und so. Hashtag ich bin ab und an ein bisschen behindert. Hashtag ich sollte mit den Hashtags aufhören. Okay, hier unten dürften sie mich eigentlich nicht sehen können. Ja, hab sie verloren. Schön. Okay. Er sagt, er kennt ihn und Jacob kennt ihn aber nicht. Und, hä? Okay. Interessant. Aha! Holy shit, ey. Oh. Ich bin gerade nur froh, dass ich diese Mission hingekriegt habe. Ich bin noch immer halb im Try-Hard-Mode, deswegen. Und dabei habe ich irgendwie noch nicht mal Hälfte Leben verloren oder so. Ich habe die Mission schwerer im Kopf, als sie war. Ich meine nicht, dass es mich stören würde, aber hey. Ne? Okay, man expected. Habe ich gerade jemanden mit einer Laterne kaputt geprügelt. Tut mir leid. Ich schmeiß mit Laternen um mich, als wären es 50er. Bloß, dass ich mich mit 50ern schmeißen kann, weil ich dann pleite bin. Nach zwei. Ich vergesse auch immer wieder, dass man hier keine Flugsteuerung hat. Nicht so wie in GTA 5. Ich finde es ja gut, dass man hier keine Flugsteuerung hat. Ich meine, es ist realistischer. Ah ja, mal eine kurze Randgeschichte. Ich wurde in GTA Online gebannt, ohne Grund. Also Rockstar Games hat geglaubt, ich habe einen Grund. Wir haben mit ein paar Kumpels gespielt, wir waren auf dem Server. Und dann kam da so ein Hacker an und ich habe den eben tot gekriegt, weil ich recht klug agiert habe. Und habe ihn halt im Chat damit konfrontiert, dass ich gar nicht so geil finde, dass er hackt. Und naja, dann haben wir ein Heist gespielt und plötzlich war ich geblockt. Reaktion von Rockstar Games darauf war, der Block ist gerechtfertigt, fick dich ins Knie so ungefähr. Um es in Kurzfassung zu sagen. Also schon auf jeden Fall eine gute Gesellschaft, die sehr auf ihre Customer, auf ihre Kunden achtet und auf Kundenzufriedenheit. Also Rockstar Games ist bei mir unten durch, GTA 6 werde ich mir nicht mehr kaufen. Ich meine, der Block hört zwar am 18. auf, aber ich war auf Level 93 und meine Charaktere wurden ebenso zurückgesetzt. Und das sehe ich auch gar nicht ein, da werde ich dann mal gucken, was ich dann noch machen lässt dagegen. Also da habe ich schon so ein paar Ideen, so von wegen verbotener Eigenmacht zum Beispiel. Ah, da ist er ja. Hi Jacob. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, okay. Think me know to eat, I come from inner king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no
place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elisabetta. Oh man. I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Voila. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now, Gwan? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. Anderweitig ist auch nicht mehr an dir interessiert. Wie die die Tasche gehalten hat. Ja. Well, that's fucked up. Da kam die Stelle, die ich gespoilert habe. Diese Fotze, ey. Alter, geh weg. Ich will ein Taxi fahren. Selbst fahren. So, und jetzt gucke ich mal, wo bin ich am nächsten dran. Ja, dann machen wir mal doch Elisabetta. Die wird eh bald down genommen. Also möchte ich noch alles rausholen, was ich noch kriegen kann. Get wrecked, bitch. Get the fuck out of the way. Sonst nehme ich dich mit. Aber anders, als du es von Taxis gewöhnt bist. Pfütze. Pfütze. Auch gar nicht so falsch. Brucey, was willst du denn jetzt? Geh ins Perseus in Algonquin. Alle VIPs gehen dorthin, Alter. Kauf dir ein paar verdammt schicke Klamotten. Du bist genetisch anders, Alter. Du brauchst das ganze Paket, um dort zuzupassen. Das ist unser Style, Baby. Also das B steht eigentlich nicht für Brucey, sondern für Baby, deswegen. Ja, mal gucken. Bin ja nicht so Anzugmensch, aber... Man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Erstmal ordentlich reinziehen. Being tough in a man's world. Ja, nicht so. Das liegt nicht an der Patriarchie oder so. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Whatever. Open up, man. Who is it? Bye, bye. Street, sorry. Okay. Hold on. This is the streets, man. Many. Word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. AOJ, you catching this? Oh nein. Oh Gott, nein, das ist keine gute Idee. Have spoken. Now leave my people alone. Yo, Nico, what are you doing here? Well. That. Well. I am not in the mood for this right now. Dann sprich nicht mit einer Leiche. Du hast ihn gerade getötet. Sprich mit Nico. Well, he said he was going to bust the dealer. Tja. Can you help me clean this mess up? There's a doctor and broker who can help. Come on. Let's put him in my car. Well. That escalated quite quickly. Dann fahren wir mal los. Alter, die Musik. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Wo ist denn? Hier ist es. Oh ja. Das ist gute Musik, wenn man Leichen im Kofferraum hat. Immer gut. Die Musik passt eigentlich zu allem. Eigenen Eltern gerade gestorben bei einem tragischen Autounfall. Elektroswing. Tut mir leid an all die Halb- und Vollweisen da draußen. Mein Humor ist eventuell vielleicht ein wenig abgefuckt. Ah, an dieser Stelle gehen gerade mal Grüße raus an Aura Luna, auch Vollweise.
Kam die irgendwo schon mal im Video im Hintergrund vor? Weiß nicht. Ja, kann sie, bei Streams zum Beispiel, beim LOL-Stream. Das war nicht gewollt. Ups. Ich hatte die Bremsen falsch eingeschätzt. Muss ich jetzt erstmal die Cops loswerden. Uppala. Sollten die Leichen im Kofferraum halt nicht unbedingt entdecken, das wäre nicht so geil. Wieso waren die Reifen gerade viereckig? Und das ist der Timer. Aber ich mache jetzt nicht mitten in der Mission Cut, sondern erst nach der Mission. Ihr fahrt mir jetzt erstmal alle aus dem verfickten Weg. Just to be clear. Das war keine Frage, sondern das ist auch keine Aufforderung, sondern eher so eine Art Befehl. Nein, das war nicht mein Befehl, das war auch keine Ankündigung. Das war ein Vorhersehen der Zukunft. Okay, zum Glück bin ich nirgendwo zu hart angefahren, weil sonst wäre der Kofferraumdeckel aufgesprungen. Das kenne ich noch. Und hier ist der Arzt. I've got some bodies in here. Mhm. I've heard you'll take care of them. Natural causes. Mehr oder weniger. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No. Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Ja, gut. Das kann ich nur verstehen, ja. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Ja. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. He's been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Yeah. Well, well. Money. Fraui. Eunuchi. Kirschi. Okay, das war jetzt ein bisschen zu traurig. Ich meine, er war doch schon ein recht nerviger Charakter, ja. Warten wir das Gespräch ab und dann beende ich den Part. The doctor has that stuff. Good. One last thing to bother me. The heat is closing in, Nico. This particular party is ending. Yep, it is. Ja, und an dieser Stelle beende ich dann mal den Part. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.